Ja, das muss so im Anfang Dezember 89 gewesen sein. Ja, und da sind wir uns sehr großartig vorgekommen, dass uns niemand sehr kontrolliert hat und dass wir so als, wie soll ich sagen, als Normalbürger da nach Österreich reisen konnten. Eines der für mich bis heute, also emotionell, aber auch von der Art ergreifendsten war Begegnungen, das war ganz am Anfang 1990, da ist eine Vorhang war weg, es sitzen Soldaten beim Grenzbalken, ja, haben ihr Gewehr dort und sitzen so richtig da am Rand im Gras und wir fahren mit unserem Pferdefuhrwerk mit circa 20, 25 Kindern vorbei. Und ich habe gesagt, wenn die heute wieder da sind, gehen wir jetzt, bleiben wir stehen und gehen zu diesen zwei Grenzsoldaten, zu den Tschechischen hin. Und das waren zwei Mädchen, ein Mädchen aus Finnland und eines aus Schweden, von den Auslandsösterreicher Kindern. Sie waren ein bisschen älter und deshalb. Und ich gebe jedem dieser Mädchen, 14-Jährigen, so eine Weinflasche, eine Butelle. Und gehen hin und grüßen sie und die zwei Mädchen gehen hin, geben den Soldaten die Hand und reichen ihnen so eine Bordelle. Die waren so perplex, sehr erfreut, haben die Hände geschüttelt, stellen den Wein nieder, greifen zur Kappe und nehmen vorne ja das sozusagen das Zeichen, den Löwen herunter und schenken das als Souvenir diesen zwei jungen Mädchen. Das war für mich umwerfend. Havel ist in die Region gereist, erstmals seit der Präsident Nowotny hier in Slavonice war, also sehr, sehr 30 Jahre, kann man sagen. Und er wollte ein Zeichen setzen, eben, dass die Zivilgesellschaften gestärkt werden sollen. Und so kam es zu diesem Besuch und zu einem sehr schönen Gedankenaustausch. Die habe ich ganz persönlich erlebt. Ja, da haben wir auch eine große Veranstaltung gemacht, mitgemacht mit Nie wieder. Da sind drei Busse vom Bürgerforum von Brünn gekommen und haben wir hier eine Gruppe aus der Gegend, aus der Region, haben wir hier relativ große Veranstaltung gemacht. Und da sind wir dann auch, es hat eine gemeinsame Messe gegeben am Vormittag, dann eine große Veranstaltung in der Mehrzweckhalle und zwischendurch einen Marsch von Langau an die Grenze. Die größte Sorge war vom Bezirkspolizeikommandanten, der mich händeringend gebeten, bitte, Pater Andreas, gängst mal nicht über die Grenze, sonst kriege ich Schwierigkeiten. Das war aber sehr herzlich gemeint. Ein paar Tage nachher praktisch waren die Tschechen eingeladen nach Gmünd. Also die waren von der Gemeinde nicht keine offiziellen Leute, sondern einfach die Bevölkerung, dass wir haben Wort auf die Leute, wir sind aber nur ein Tscheche rübergekommen. Die haben sich eigentlich auch noch nicht getraut. Also die waren eigentlich waren auch noch nicht damit irgendwo im Kopf, dass die überhaupt die Grenze, dass die geöffnet werden. Also vom Gefühl her würde ich sagen, das war sicherlich ein unglaublicher Aufbruch und eine Geschichte der Befreiung. Und auf der anderen Seite war es so, dass die tschechischen Freunde irgendwie diese Westler noch nie gekannt haben und natürlich auch irgendwie vermutet haben, dass da die große Unbekannte jetzt auf sie zukommt, die natürlich auch entdeckt werden muss. Also es war so ein gegenseitiges Entdecken, ja, was natürlich sehr spannend war.